Töpfe, Vögel, Besteck, Werkzeug, Kleidung, vor allem Wollpullover, Wollstrumpfhose, Korthose, Schuhe, korsettartige Gegenstände, Wolle, viel Textiles, also Wollknäuel, Fäden. Das ist eigentlich so ein Kinderkosmos, der aufgeblättert vor allem an der Wand hängt. Aber auch diese Töpfe auf diesen Zahn, auf dieser zahnartigen Skulptur. Und die Zähne haben ja eigentlich auch, wir können auch was Bedrohliches haben. Und damit ist man dann eigentlich auch schon beim ganzen Thema der Arbeit, bei diesem Organischen, das sie aufmacht mit dem Titel Stomach of the World, der Magen der Welt. Also die Welt ist wie ein Körper, der alles verschlingt, erstmal mit den Zähnen reißt und dann verschlingt, dann transformiert und in einer neuen Form wieder nach außen bringt. Zumindest ist es so in dem Film, der auch diesen Titel trägt, das Verständnis der Kinder, die da vorkommen, die nehmen eigentlich die Welt wahr wie ein Magen, der eben Dinge in sich aufnimmt, in sich verschlingt und während er sie wieder zum Vorschein bringt, in was anderes verwandelt hat. The body that is the most supple and careless is open for a moment, so that others can learn of its innards. Das hat sicher was zu tun mit ihrer eigenen Biografie und ihrer Herkunft als Künstlerin, die in Tschechien in den frühen 80er Jahren geboren und dann aufgewachsen ist. Und sie macht sich eben sehr viele Gedanken darum, wie Kinder, sie arbeitet viel mit der Welt und dem Blick von Kindern, wie Kinder aufwachsen, wie das Verhalten determiniert wird von außen, was für Normen und Werte und Traditionen einem Kind vermittelt werden von verschiedenen Erziehungsinstitutionen. Also sowohl von den Eltern, als aber auch natürlich von der Schule, von staatlich gelenkten Schulen, also vom Staat, von der Kirche, von sozialen Einrichtungen. Eigentlich ist ein Kind ja von Anfang an gar nicht unbedingt so frei, wie man sich das, manchmal denkt man, Kinder sind total frei, aber man wird ja eigentlich von Anfang an erzogen. Wenn man das Positive sehen will, dann gehen die Gegenstände ja erstmal rein, wie sie sind und kommen transformiert, also ins Positive oder ins Freiheitliche gewendet, wieder raus. Jetzt ist die Frage, in welcher Form sehen wir hier die Gegenstände, vorher oder nachher oder vielleicht eigentlich im Prozess der Umwandlung vielleicht. Und das wäre ja eigentlich das Positive am Gedanken, der in dieser Installation steckt, dass sich die Dinge eben verändern lassen und dass das Kind, das erzieherisch determiniert wird und dadurch sein Verhalten, sein späteres Verhalten im Erwachsenenleben beeinflusst wird, dass er wieder in größere gesellschaftliche Zusammenhänge einbringt, dass er dann aber der Mensch, der als erwachsener Mensch dann in der Position ist, wieder die nächste Generation zu erziehen, die Dinge transformiert hat und anders sieht und aus seinen eigenen bedrohlichen Erfahrungen lebt und daraus freiheitliche Gedanken produziert. Thank you.